Liebe Kinder, ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage. Das heutige Gedicht von Adelheid Stier habe ich in einem Buch gefunden, das über 100 Jahre alt ist. Die schönen Bilder sind von Hermann Kaulbach, einem damals sehr berühmten Illustrator. Die Schulkinder, deren Eltern wahrscheinlich nicht viel Geld hatten, haben keine Tablets in der Hand, sondern Schiefertafeln zum Schreiben und Rechnen. Ich hatte auch so eine, als ich 1955 in die erste Klasse kam. Aber die Freuden und Sorgen der Kinder von damals sind nicht so viel anders als eure. Schwere Aufgabe. Was gibt es doch für böse Sachen, solch Kinderköpfchen schwer zu machen, das sonst voll Lust gar Tollheit ist. Heut hört man Lachen nicht und Singen vor bitter ernsten wichtgen Dingen, das Kind sein Püppchen selbst vergisst. Sag, drücken gar so sehr die Sorgen der Schule für den nächsten Morgen? Ein Rechenkunststück ist, nicht wahr? Ja, diese bösen, schlimmen Zahlen bereiten stets die meisten Qualen der lieben, lustigen Kinderschar. Addieren mag als Spaß noch gelten, beim Abziehen auch, da hapert's selten. Doch ach, das schwere Einmaleins, bis fünf ist bald im Köpfchen drin. Bei sechs schon muss man sich besinnen, ja, ohne Mühe lernt das keins. Ei, Liebling, nicht den Mut verloren, kein fertger Meister wird geboren, nur wer viel lernt, der weiß auch viel, und kostet's auch ein Tränentröpfchen und knackt ein wenig auch das Köpfchen, nachher freut doppelt dich das Spiel.